Nun geht es heute um das Vaterunser Teil 3. Der Titel ist Gott der Rettung. Und was sich damit auf sich hat, das sehen wir gleich. Nun sind wir im letzten Teil des Vaterunsers. Da steht folgendes: Sondern errette uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das Wort Rettung, errette uns von dem Bösen, was ist das für ein Wort? Retten kennen wir zum Beispiel von einem Rettungsschiff. Man geht unter und man kann nicht mehr und dann rettet man jemanden. Wenn wir hier sagen, sondern errette uns von dem Bösen, Gott rettet uns hier nicht von Hunger, nicht von Durst, obwohl wir wissen, dass es ein Tagelöhnergebet ist, obwohl wir wissen, die Leute hungern, die können nicht mehr. Aber was Jesus sagt, errette uns von dem Bösen. Das Böse ist existent und wir brauchen Rettung davor, weil wir wissen, wir haben Begierden und so weiter, wir wissen, was das Böse ist. Und hier bitten wir darum, dass wir daraus gerettet werden. Und gerettet ist hier was mit Emotionen, das ist was Kraftvolles. Das werden wir später noch sehen, warum. Und dann kommt ein Wort, was interessant ist, denn dein ist das Reich und die Kraft. Das Reich Gottes haben wir schon gesagt, dass wir sagen, okay, du hast im Himmel und der Erde einen Willen und das ist dein Reich, denn dein ist das Reich. Wir wollen, du bist der Herrscher. Wir geben alles zu dir ab, das wissen wir vorher, das waren wir unsere Aufgabe, das wir im Teil 1 schon gesehen haben. Und jetzt sagt, und die Kraft, das Wort Kraft, was hier geschrieben steht im Griechischen, heißt Dynamis, das deutsche Wort Dynamit kommt daher. Das ist nicht nur eine Kraft, die sagt, ja, mal ganz nett, so ein kleiner Hauch, sondern das fetzt dich richtig weg. Und wenn wir sagen, das ist deine Kraft, du kriegst uns da raus, du rettest uns, aber mit einer Geschwindigkeit und mit einer Explosionskraft, die uns wegfetzt. Hier steht nichts von Wundern. Nebenbei, in der Bibel kommt das Wort Wunder nicht einmal vor. Oder es gehört immer Zeichen und Krafttaten. Wunder ist ein europäisches Wort, was mit der Bibel nichts zu tun hat. So, das heißt, der holt uns raus. Und jetzt sagt er, und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Das Wort herrlich, deutsch, kommt von dem Wort herrenhaft, also männlich. Das Wort dämlich kommt von dem Wort damenhaft. Okay, wissen wir, was die Entwicklung ist? Mit unserem heutigen Denken nichts zu tun, nur mal als kleine Exkursion. Das heißt, wenn wir sagen, und die Herrlichkeit, sie fangen an, oder Gott, Jesus fängt an und sagt, listet auf, was der Mensch tun soll, erklärt die schlechte Lage, wie es einem geht, dass er Rettung, eine Explosionskraft braucht, von der Sünde wegzukommen, von dem Bösen wegzukommen, weil er merkt, das ist so schrecklich. Okay, Jesus geht ans Kreuz wegen den Sünden der Menschen. Die Leute waren damals so arm, dass sie nicht wussten, was sie morgen zu essen kriegen. Es gibt im Talmud eine Stelle, wo es heißt, in Galiläa kannst du eine Legion annähern, aber im restlichen Jerusalem nicht mal ein Säugling. Die Leute waren so arm, dass sie ihre eigenen Kinder verkauft haben. Die hatten nichts mehr, hatten Sorgen, Nöte und so weiter. Und Gott kommt, Jesus kommt und rettet uns in dieser Situation von Sünden, wo du sagst, ganz ehrlich, ich will was essen. Aber hier merken wir, was Sünde eigentlich bedeutet für Gott. Sünde ist so eine tiefe Trennung, dass Gott sagt, okay, vergesst das ganze Essen und Trinken, was euch wichtig ist. Ihr habt auch etwas viel Schlimmeres, das ist nämlich das Böse, die Sünde. Okay? Und davon rette ich euch mit einer Dynamit, mit einer Kraft. Jetzt kommen wir mal zurück. In Ewigkeit. Das Wort Ewigkeit heißt hier Äon. Das ist nicht mit dem Stromanbieter Äon zu wechseln, sondern das heißt Zeitalter. Das heißt, Gott ist in allen Zeitaltern ewig. Und er ist dort und rettet dich beständig und wir können es auf ihn verlassen. Und jetzt kommt ein Wort, ein sehr tiefes Wort, das heißt Amen. Das Wort Amen, das sagen wir ständig. Aber was bedeutet das eigentlich? Das kommt von dem hebräischen Wort Me'amin. Und das bedeutet, Luther übersetzt das mit der lustvollen Passivität des Sich-Lassens. Das sagt Luther, die lustvolle Passivität des Sich-Lassens. Was bedeutet das? Also, im Mittelalter ist die Frau beim Sex ein passiver Partner und der Mann beim Sex der aktive Partner. Wenn der Mann nach Hause kommt, dann ist die Frau lustvoll, guckt ihn an, dann kommt er zu ihr hin, dann ist sie passiv. Und wenn er dann anfängt mit dem sexuellen Koitus, dann lässt sie sich. Und wenn er jetzt hier sagt, Amen, dann sagt er, ich schaue lustvoll auf dich, Gott. Wenn du da bist, bin ich passiv. Und wenn du jetzt bei mir bist, dann lasse ich mich.
Und wenn er hier in dieses Wort Amen reingeht, dann weiß jeder Hörer in der Zeit, jetzt kommt er in einen Sexualbegriff. Er redet die ganze Zeit von unseren Aufgaben. Er sagt, Gott, du bist groß. Dann geht er in die Aufgaben, sagt er, du bist verantwortlich als Mensch. Dann zeigt er ihnen sein Leid, tägliches Brot, ich weiß, dass ihr nicht mehr könnt. Dann sagt er, ihr braucht Rettung mit Kraft, mit Dynamit, es fetzt weg. Und am Ende sagt er, du bist in Herrlichkeit, in Ewigkeit. Da gibt er die Perspektive auf Gott hin. Und dann kommt ein Sexualbegriff und sagt, Amen, ich will dich, dass du bei mir bist, dass du mich erfüllst und dass ich mich bei dir lasse. Einfach genießen lasse. Das Wort oder dieses Gebet des Vaterunsers ist ein Gebet, das mein Herz jedes Mal neu herausfordert, mich an meine Grenzen führt und mir die Beziehung zu dem Ewigen hinzeigt, wie tief und innig sie sein kann. Bis bald.